Und herzlich willkommen zum nächsten Barzilloy Chronicles. Hallo Star Wars und willkommen nochmal zurück zu Xenoblade Chronicles. War auch gerade ein bisschen doof, den Cut zu machen, ich weiß, aber wie gesagt, es hatte gerade angeboten, Prostituierte und ich weiß gar nicht, ja, wir müssen da oben hin. Shit, Mitch. Okay, laufen wir hier lang. Der Colonel, den hat's wohl erwischt, wie es aussieht, und der Macons, aka Transformers. Ich weiß auch nicht, wer das ist, auf jeden Fall. Sieht für mich aus wie ein Transformer, nicht ähnlicher wie Macon. Und echt strange Sache, ey. Wie gesagt, wir sind vom Level wahrscheinlich noch zu low, um die hier zu besiegen. Und was ist hier los? The Colonel! The guys! I'm gonna destroy every last one of those damn Mekon! Shulk! The entrance! No! We'll never get in there now! Wait! Let me think here. Huh. Rein, Viora. There's still the mobile artillery. Right. If we recharge it with those ether cylinders we collected, we can blast our way in. It's in the residential district. Great. All right. This is it. Time to avenge the Colonel and the boys. Oh yeah, revenge, Mensch, meine Freunde. Wir müssen jetzt dahin. Um uns hier zu rächen. An diesem verdammten Mekon, die komplette Stadt zerstören. Warum wissen wir nicht? Aber was sollten die für einen Grund haben? Was haben wir getan? Wir haben das Minado. Das ist wahr. Aber was? What the? Shulk, more from behind. Ryan, looks like you and I will have to cut a path through them. Looks like it. Viora, Ryan and I will open up a path. Then you can run through. You two can't do this by yourselves. I want to fight as well. Get through. We'll be right behind you. But Shulk... A year ago, Dunban and the Defense Force fought hard to protect the colony and all of us Homs. Now it's our turn to repay them. Please, Viora. Shulk! Rein! Don't look so worried. We'll just get rid of these ones. Shulk won't get a scratch. Okay, I believe you. Go now, Viora! Rein! Huh? You take care too. Of course! Looks like she trusts me after all. I told you. Aktive Gruppe. Das sind das schwächere Mekon, das ist, gefällt mir jetzt schon besser. Kommt erstmal die Schattenaura rein, oder Schattenauge eher gesagt. Wir schmeißen das Ding jetzt erstmal hier um. Nein, so. Schmeiß es um. Schmeiß es um, komm. B, Full Power. Schmeiß es um, komm. Achso, das hat er schon, habe ich gar nicht gesehen. Ja, jetzt ist das wieder hier.
auf dem Boden der Tatsachen. Er sagt, es steht wieder. Komm, schmeiß es um. Bam, so. Ryan, hau rauf. Hau rauf, Ryan. Ryan, komm. Enttäusch mich nicht. Ach, wir müssen uns wohl dran halten, was Ryan sagt. Obwohl, wir können doch eigentlich das machen, oder? Moment, so war das? Und das ist doch oben, ne? Ich weiß es nicht, was geht. Ryan, wo bist du? Du greifst den jetzt ja an, ne? Greif ihn mal. Na, scheiße, viel zu früh gedrückt, ey. So ein Scheiße, ey. So, jetzt aber. Full Power, komm. Alle Fähigkeiten, die wir haben. Rauf auf das Ding da. Wie immer hat's geheilt. Los, mach, hau rauf, Ryan. Komm. Ja, kacke. Wir müssen jetzt. Das dauert so lange, bis der Dreher entschlappt. Voll ist. Das ist so hässlich. Komm. Hau auf. Was greift er denn da wieder an? Was ist das denn? Jetzt greift er ihn wieder an hier oder was? So, jetzt aber. Full Power. Komm. Jawohl. So muss das laufen. So. Drehstand ist gleich wieder voll. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man die Mekka noch nicht umwerfen besiegen kann. Aber wie gesagt, ist das lustige Spielprinzip eigentlich. So, das Schattenauge nochmal an. Nein, ich will nicht heilen. Ich will nicht heilen. Komm, werf es um, bitte, komm, werf es um. Werf es doch um. Warum machst du es nicht? Oh, Ryan, Ryan, Ryan. Komm. Bam. So, schwanken. Jetzt muss er noch aufhauen. Komm. Hau auf, Ryan. Ja, es ist Ryan Time. Das ist schön für Ryan Time. Bam, so. Komm. Hau auf. Wie schockt das nicht, wenn er da nichts macht? So, Ryan Time. Hau ich los hier. Mach mal. Jetzt musst du machen. Ich versteh's nicht. Warum macht er es nicht? Jetzt endlich. Ryan, du bist mein Held. Komm, bam, endlich ist das Ding kaputt, ey, durch Rückschlag. Boah. That was a close one. You never cut out this stuff. You go. I'll take care of things here. You're too out of breath to persuade me. Tell me about it. Jawohl, lass uns Dumban spielen. Komm, spiel. Achso, können wir leider nicht. Wir müssen trotzdem Scheiß spielen. Naja, egal. Dumban, hol ich doch kaputt, oder? Eww, räum auf, Junge. Komm, auch nochmal die Aura rauf. Um ein bisschen Charme rauszukloppen für die. Ist das episch. 1200 oder so. Ja, der ist schon mit 20, ist klar, ne? Aber. Bam, Junge, komm. Können wir mal mit Dumban leveln? Das wäre nice. Nice one, Dunban. You didn't waste any time on them Mekon. Shulk, where's Fiora? The residential district. We said we'd meet her there. Looks like we'll have to take the long way round. All right. Then we cut through the commercial district. Yes.
gut. Da haben wir ein paar neue. Oh, Ryan hat neue Technik, das ist gut. Und Harmoniemünzen und alles haben wir dazu bekommen. Das ist doch nice. Ein Meckern. Komm, können wir den kaputt machen? Ich hoffe einfach mal. Obwohl, wir haben Domban. Domban, hau mal kaputt, genau. Können wir gut erst leveln eigentlich mit ihm? Da holt er alles kaputt, ey. Aber Fiora levelt ja nicht auf. Meckern Schrott S. Machen wir einfach mal. Der, ich denke mal, diese ganzen Sachen jetzt Meckern und so ein Schrott. Können wir alles gebrauchen später, um irgendwas zu basteln? Das würde mich auch interessieren, ob man was basteln kann. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber Meckern Schrott S nochmal. Wir ziehen jetzt einfach mal Akku hier, von ihm hier, genau, und von dem da auch. Und dann greifen wir den einfach mal an. Ja, gut reduzieren, Drehschlag drauf. Bam! So, schwanken. Oh, einfach mal, egal was wir jetzt machen, da haut einmal auf. Seht ihr, Herr Domban haut die auch so kaputt, das ist egal. Aber es gefällt mir jetzt mal, dass man jetzt so einen Ultraman Domban im Team hat, damit man auch mal hier so ein bisschen aufräumen kann. Das gefällt mir echt gut. Okay. Und nochmal M. Das zerstören ist alles. Wie gesagt, besser ist es, so leveln wir gut. Und so haben wir auch, ich sag mal, die nötige Ausrüstung, die wir vielleicht brauchen könnten für irgendwas. Also seht ihr schon, ey, das ist echt super, was wir hier machen, ey. Aber, wie gesagt, Domban ist auch ziemlich hoch. Da ist noch einer. Bam. Oh, war viel zu früh gedrückt. Muss ich mir so... 0, nichts, ey. Voll Hedio. Und die droppen auch noch andere Sachen, das ist auch geil. Wie gesagt, ich habe auch schon überlegt, mal so ein Let's MMO zu machen. Habt ihr da Bock drauf? So ein MMO, was ich manchmal vorstelle, so ein bisschen. Ist ja auch Rollenspiel. Aber zwar ohne Story, das ist zwar das Entscheidende gerade am Rollenspiel, aber wie gesagt, ein MMO, ich habe da so ein paar ganz lustige mal gespielt und sowas, das kann ich auch mal zeigen. Oh, so ein Lanz, weißt du, ich, oder Speer oder Schwert. Habe ich jetzt nicht gesehen, aber können wir uns ja ein Item-Menü später auch angucken. Was haben wir denn? Sonst ist hier... Da ist noch einer, genau. Wie gesagt, ich nehme alles jetzt mit. Da könnt ihr auch sagen, was ihr wollt, dass es jetzt unnötig ist oder nicht. Aber wie gesagt, das sind EP, die wir brauchen. Und ja, es sind jetzt nicht so viele EP, sehe ich gerade. Aber diese ganzen Schrottsachen. Vielleicht könnten die wertvoll sein. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal hier hoch. Ist hier irgendwas? Nö, wir können hier nichts anvisieren. Ach doch, da ist einer. Ein Mekon! Mekon. Und ich habe gerade irre Bock zu spielen, deswegen habe ich auch, wie gesagt, zwei Parts mit aufgenommen. Und naja, ich lade, glaube ich, einen pro Tag immer hoch, da passt dann schon. Mach Galaxy muss ich auch noch zu Ende spielen. Mache ich vielleicht heute auch noch. Muss ich mal gucken, wie ich Bock habe. Ich vollkommen schlag den Star, falls ihr das kennt. Kennt ihr bestimmt, aber wie gesagt, es läuft heute. Und ich habe gedacht, komm, das gönnen wir uns heute mal. Schön mit, ich habe extra heute gesagt zu meinen Kumpels, Leute, heute habe ich keine Lust, in die Disco oder sowas zu gehen. Sind war ich letzte Woche, vorletzte Woche schon, deswegen habe ich mir gedacht, komm, lass das heute mal stecken. Auch wenn man seine Jugend nochmal ausleben sollte. Mache ich auch zu gut eigentlich, aber es, wie gesagt, es kostet alles Geld. Und einfach komm, heute mal ganz chilligen Abend. Meine Freundin ist heute nicht da, sie ist lustig oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie heute nicht hier. Und von daher passt das alles sehr gut. Setze ich mich gleich irgendwie schon ganz gechillt vom Fernseher, guck ein bisschen Fernsehen, ess Chips, Gummibärchen oder whatever mit Cola. Wuhu! Ein Wächter! Was ist das da? Egal. Wir haben The Power Domban. Domban, mach sie kaputt! Du bist der motherfucking Mofo im Deal. Und die machen uns keinen Schaden, ne? Das finde ich auch nice. Nice, genau. Weil es das doch gibt. Der gab schon ein bisschen mehr EP. Mecker und Schrott, das war ein anderer Mecker und Schrott. Wie gesagt, ich werde jetzt aber alles hier aufreißen. Wie in der Disco. Nein, Spaß. Wie gesagt, nein, ich werde jetzt hier einfach Akku ziehen von allem. Weil es, wie gesagt, weil Domban die eh alle penetriert in 3 Sekunden und das schockt mich einfach an. Hutring verkleiner nochmal, hier ein paar Ausrüstung auf, das passt schon, ne? Boom! Im Ring des Base-Knopf. Power hoch bei Ryan nochmal ordentlich, sehen wir auch mal schon durch den Pfeil. Boah, 6900, Domban übertreibt doch, du Wigger! So, nochmal Schrott M, und was haben wir da? Noch ein Schrott M. Okay, und hier nochmal Schrott M wahrscheinlich, ne? Oh, Ledertopf. Beim Juwelenonkel, Reisepunkt. Cool. Oder Ofen stand da? Ich hab Onkel jetzt gelesen. Egal. Wir gucken mal, hier ist noch Meckern, Level 6 nochmal. Bam! Oh, das war viel zu spät, glaube ich. Ist doch egal. Wie gesagt, das ist einfach jetzt freie EP, die wir kriegen, beziehungsweise noch schöne Gegenstände. Und ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch hier bei dem Meckern Schluss, damit ihr mir noch schreiben könnt, ob das hier schlau ist, noch ein bisschen zu farmen oder ob das reine Zeitverschwendung ist.
Muss ich überlegen, wenn ich Bock habe. Ich mache jetzt bis 40, 42 Minuten voll sind ungefähr. Damit ich zwei schöne Parts habe für euch. Die knall ich dann beide morgen und übermorgen raus. Also am Sonntag und Montag. Zündkerze, okay. Also viel Technikzeug. Ja, Technikzeug, nicht Autos und so Schrottmaschinen, ne? Und vielleicht müssen wir auch alle Mekka besiegen. Das ist ja auch, das glaube ich, kann auch eine Mission sein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehe ich hier kein einziges. Kein einziges. Wir sind noch genug. Wir haben da oben einen liegen gelassen, ich weiß. Egal, wir machen das jetzt erstmal auf die chillige, billige Art und dann passt das. Was wollte ich gerade sagen? Wo war ich gerade dabei? Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Hier oben war noch einer, meine ich. Oder? Ich meine, ich habe hier noch einen gesehen. Genau, da war noch ein kleiner. Klein, aber fein war, sage ich immer so. Und dann passt das. So, das trocknen wir und dann. Genau, Verzauberung, dann passt das. 2 EP geben es zwar nur, aber wie gesagt, die geben immer schön Meckern Schrott S. Was heißt S? S ist die kleinste Größe, denke ich mal. Das ist über Klamotten. Wer sich damit nicht auskennt, solltet ihr, ich sag mal, ab 15, 14 Jahren, solltet ihr euch mit Klamotten auskennen, grüßen. Damit es nicht heißt, auf dem Schulhof, hey, ich kaufe meine Klamotten von Mama. Und dann, wenn ihr mal in der Stadt seine Klamotten kauft, ich weiß gar nicht, was mir passt. Kauf XXL, das Größte ist das Größte für den Größten. Glaubt mir, Leute, ich hab's bereut damals. Super geiles T-Shirt gekauft. Ich zieh's an. Oh, 2 Nummern zu klein. Nein, ist eine 2 Nummer nicht. Was war das? Keine Ahnung. Also, ich zieh mal M oder S an. Also, klar, ein T-Shirt oder sowas. S ist schon fast zu klein. Kommt drauf an. Kommt drauf an, wo ich Bock drauf habe. Wenn eng geschnitten ist, dann zieh ich auch mal S an. Aber sonst immer M. Und das driftet gerade total vom Thema hier ab. Was laber ich? Wie gesagt, wir machen jetzt mal alle Mekons hier kaputt, weil wir gerade Bock haben. Und wir ziehen erstmal Doppelakku, damit wir nicht zu viel Zeit vergeuden hier. Wie viel Zeit haben wir denn? 40? Okay, das reicht noch locker. Deswegen, wenn nicht, dann mache ich ein paar längst länger. Das ist für mich kein Problem, sagen wir mal so. So, Schatz. Oh, aber wo ist der große Mekon? Da war doch ein großer mit der Maske. Wo ist der, Junge? Junge, Morgen, wo bist du? Da ist noch einer? Dann ist hier keiner mehr, ne? Ich meine nicht. Menado, sagt er hier, der große Menado-Meister. Komm mal auf hier. Genau, tot. Deswegen haben wir schon fast ein Level gut gemacht. Ne, wir haben ein Level gut gemacht, insgesamt. Also insgesamt mit den anderen Großen haben wir schon ein Level gut gemacht. Ich hab gedacht, da oben wäre eine Quest. Aber sonst haben wir hier, glaube ich, alle Mekons besiegt. Gut, sollten wir eigentlich alles mithaben. Ich geh wahrscheinlich jetzt auch auf Cards gucken, weil ich bin zu faul, um den Minusknopf zu drücken. Und ich habe mich verlaufen. Ich verlaufe mich bei so vielen Spielen, das habt ihr mir auch gesagt. Bei Pandora's Tower Finale und alles. By the way, Pandora's Tower, wer es noch nicht gesehen hat, das schlechte Ending ist draußen und das Finale auch. Wer es euch angucken will, drückt auf meinen Kanal. Und wie gesagt, dann geht's weiter. Oh. Ich glaube, den machen wir im nächsten Part. Von daher sage ich, meine Freunde, bis zum nächsten Part. Cinema Chronicles, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, keine Ahnung, abonnieren, schaltet auf meinen Kanal ein, wie immer. Also, ciao.